Meine Damen, auf der Liste der Themen, die uns wirklich Sorgen machen, steht die Gesundheitsreform. Das Gesundheitswesen natürlich ganz oben. Sie wissen alle, eine dramatische Situation. In jedem Herbst immer wieder dasselbe. Unsere armen, hungernden Ärzte. Es ist so, die deutsche Ärzteschaft teilt sich heute in eine Zwei-Klagen-Gesellschaft. Die eine Hälfte klagt über die Belastungen durch den Spitzensteuersatz, ein Schicksal, das kaum einer teilen mag. Die andere Hälfte klagt darüber, dass ihr Einkommen für den Spitzensteuersatz nicht mehr ausreicht. Ärzten kann man es überhaupt nicht rechnen. Ich gehe da auch nicht mehr hin. Also zum Zahnarzt gehe ich gar nicht mehr. Der jammert mir nur noch vor, dass sich das für ihn überhaupt nicht lohnt, was er bei mir machen muss. Kennen Sie das? Mein Zahnarzt, der bohrt mir Mund rum und rechnet mir vor, dass er dabei drauf zahlt. Da haben Sie nicht nur Schmerzen, Sie haben auch noch ein schlechtes Gewissen. Ich gehe nicht mehr. Je öfter ich gehe, desto ärmer wird der. Das kann ich überhaupt nicht verantworten. Wie schlimm das alles wirklich ist, habe ich vor 2 Jahren begriffen. Ich hatte die erste Wurzelfüllung. Wenn Sie das noch nie hatten, ich kann Sie beruhigen, so schlimm ist nicht, müssen 3 Wurzelkanäle sauber, trocken, aufgebohrt und abgefüllt werden. Ne? Für den Zahnarzt knifflig. Ist nicht jeder Zahnarzt so ein Feinmechaniker-Typ, das wissen wir. Ja, nun, eine 1 im Abitur heißt ja nicht, dass einer geschickte Finger hat. Ne? Aber die haben studiert, die können ankreuzen, was gemacht werden muss. Mein Zahnarzt ist prima. Er hat sofort 2 Wurzelkanäle sauber aufgebohrt, in den 3. fand er nicht. Da wurde er wieder kniesig. Ne? Er war am Fluchen, am Bohren, am Suchen. Auf einmal sagt er, manchmal sind nur 2 da. Ist ganz selten, sagt er zu mir. Kann aber sein. Ist aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist der 3. ist da und ich finde ihn nicht. Dann hat er gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder er findet ihn nicht, weil er komplett zusitzt, dann wäre es egal, dann kann man ihn in Ruhe lassen, sagt er. Oder aber er sitzt nicht zu, wenn ich ihn dann nicht finde, sagt er, haben wir alles umsonst gemacht. Entzündung ist immer noch drin, er hat mich nochmal geröntgt, er hat weitergebohrt, er hat gesucht, er hat den 3. Kanal gefunden und kriegte den dann nicht aufgebohrt. Er kam mit dem Bohrer in den Kanal nicht rein und da fing der Mann wieder an zu rechnen. Jetzt alles wörtlich, was ich Ihnen erzähle, ja? Also das ist für die Experten im Saal, ich bin Kassenpatient. Da sagt er zu mir, sehen Sie mal, ich bekomme für eine Wurzelfüllung heute pauschal 150 Mark. Ja, ob ich da 5 Minuten für brauche oder eine Dreiviertelstunde, das ist mein Problem. Jetzt sind wir seit 20 Minuten dabei, sagt er. Ne? Ja, ja, da muss ich die Hilfe am Stuhl von bezahlen, die kriegte so eine Rübe, die hat er am Tag vorher den neuen Porsche abgeholt. An der Rezeption sitzt auch noch eine junge Frau, sagt er. Ne? Da habe ich doch keine Miete bezahlt, da habe ich doch keinen Strom bezahlt, da habe ich doch keine Geräte abbezahlt. Da hatte der aber schon wieder vor 100 Mark gequatscht. Erst habe ich das ganze Gelaber noch für so eine Art von alternativer Narkose gehalten. Da sagt er allen Ernstes zu mir, hätte ich Ihnen den Zahn gezogen, 5 Minuten, 80 Mark, wäre die Sache klar gewesen. Und die Anschlussaufträge flackerten in seinen Augen. Das sind ja Systemanbieter, die Zahnärzte. Aber meiner ist fair. Er versucht wirklich jeden Zahn zu retten. Er hat weitergekämpft, er hat gebohrt und gemacht und getan. Ne? Ja, und nach einer halben Stunde sagt er auf einmal zu mir, so jetzt mache ich noch einen Versuch. Ich mache einen letzten Versuch, sagt er zu mir. Ich habe einen Spezialbohrer. Damit mache ich einen allerletzten Versuch. Hoffentlich bricht er mir nicht ab. Die sind unheimlich teuer. Ich habe einen Schweißausbruch. Ich dachte mir, diese Verantwortung, das glauben Sie nicht. Ich dachte, jetzt muss der morgen seine Frau verkaufen, aus der Praxis raus. Da sagt er allen Ernstes zu mir, die sind unheimlich teuer. Die kosten 6 Mark das Stück. Ich wollte ihm 2 spendieren. Ich dachte noch, schmeiß doch mal eine Runde Spezialbohrer. Aber wenn Sie auf dem Stuhl sitzen, wird ja alles abgesaugt. Sie kommen ja auch überhaupt nicht zu Wort. Aber an dem Tag habe ich begriffen, Zahnarzt, das können Sie heute wirklich nur als Hobby machen. Leben können Sie da nicht von. Das können Sie machen mit einer schönen Erbschaft im Rücken. Wenn Sie von der Asche Ihrer Mutter leben oder so. Jetzt warten Sie bitte nicht, bis Ihr Hausarzt auch anfängt, Ihnen vorzujammern. Sie sollen doch bitte mit der kleinen Bronchitis, die Sie haben, einen Kollegen ruinieren gehen. Fragen Sie Ihren Hausarzt beim nächsten Besuch einfach mal, mit welcher Krankheit Sie ihm finanziell auch mal eine Freude machen können. Ich finde, jeder Patient müsste einmal im Quartal dem Hausarzt eine Freude machen gehen. Da kann nicht jeder mit demselben hinlaufen, das wissen Sie auch. Ja? Das müssen wir alles absprechen, das müssen wir koordinieren. Wenn alle mit demselben kommen, das können wir wieder nicht abrechnen.
Das ist ja alles budgetiert, das wissen Sie, ne? Das Budget, das böse Budget, deshalb müssen wir alle früher sterben, haben Sie schon mitbekommen, ja? Jetzt muss man das Budget mal ein bisschen erklären. Es gibt zwei Budgets. Es gibt ein großes Budget für die ärztlichen Leistungen und da gibt es ein anderes großes Budget, das ist das Budget für die Medikamente, die Anwendungen und sonstige Therapien. So, diese beiden Budgets hat die Regierung wirklich tatsächlich festgelegt, weil das ist das Geld, das haben wir für die Gesundheitsversorgung. Nehmen wir jetzt mal das Budget für die ärztlichen Leistungen. Würde man das einfach auf alle zugelassenen Kassenärzte umlegen, könnten die alle prima leben. Es würde ein bisschen knapp mit der Zweitjacht in der Ägäis, das gebe ich gerne zu. Dafür hätten die viel weniger Ärger mit ihren dubiosen Anlagebetrügern und den Schwarzgeldtransporten nach Luxemburg. Nur, die super tollen, schlauen Akademikerärzte haben das alles unterbudgetiert. Und da wird die Sache richtig interessant, weil da hat die böse Regierung gar keinen Einfluss drauf. Das machen die Ärzte untereinander. Kassenärztliche Vereinigung ist das Zauberwort. Kennen Sie? KV, bei uns sagt man, kannst du vergessen. In den Kassenärztlichen Vereinigungen sitzen nämlich auch wieder die Ärzte selber und kontrollieren die Ärzte. Der Bock als Gärtner ist überhaupt nichts gegen dieses System. Keine Krankenkasse kann nachprüfen, was bei ihnen gemacht worden ist. Ob der Arzt sie wirklich behandelt hat oder einfach nur einen Finger ins Ohr gesteckt oder was aufgeschrieben hat, kann keiner überprüfen. Die Ärzte schreiben eine Rechnung und schicken die an die Kassenärztliche Vereinigung. Da sitzen die Kollegen und sagen, boah, war der wieder fleißig. Und einmal im Quartal schicken die dann eine Sammelrechnung, anonymisiert, an die Krankenkassen weiter. Das kann keiner was überprüfen. So, und in den Kassenärztlichen Vereinigungen kämpfen die Ärzte um das Budget. Wer kriegt das größte Stück vom Kuchenbudget? Und da kämpfen die Fachärzte gegen die, die Ahnung haben. Die mit den großen Geräteparks kämpfen gegen die, die gesund machen können. Und die haben ein System entwickelt, da können sie überhaupt nicht glauben, dass sie mal auf einer Schule waren. Anstatt einfach zu sagen, das Budget ist so und so groß, ne, das heißt, so und so viele Stunden können die Ärzte arbeiten im Jahr, das heißt, dass jede Stunde so und so viel, nein, nein, jeder Kassenarzt darf in jedem Quartal nur eine bestimmte Anzahl Behandlungen derselben Art durchführen. Nämlich die Menge Behandlungen, die die anderen Kollegen in seinem Bezirk auch alle machen. Die Patientenstruktur interessiert übrigens keinen dabei. Ne? Ob sie viele alte Leute haben, viele chronisch kranke AIDS-Patienten, interessiert kein Mensch. Sie machen das, was die anderen Kollegen im Schnitt auch machen. Oder sie machen die Behandlung nicht nur vergeblich, sie machen die auch umsonst. Ich habe mir das genau erklären lassen. Als moderner Arzt ist das heute so. Sie kommen in die Praxis morgens, schmeißen den Computer an. Jetzt haben die schon Computerprogramme, die zeigen denen permanent an, welche Behandlungen sie diesen Quartal noch machen dürfen, was sie auf jeden Fall noch machen müssen. Und was Sie auf gar keinen Fall mehr behandeln dürfen. Also wenn Sie das nächste Mal fragen, und Herr Doktor, was habe ich? Und er schielt so auf den Monitor. Ja. Ist doch kein Wunder, wenn alle von Arzt zu Arzt laufen. Vielleicht hat ja einer was Schöneres auf dem Schirm. Ne? Sehen Sie es einfach aus der Sicht des Arztes. Also. Sie kommen morgens in die Praxis, meine Computer, jetzt hier, ich mache ein überschaubares Beispiel, sonst wird das ja alles sehr kompliziert. Also jetzt hier, 16 Magenspiegelungen sind noch drin, dieses Quartal, kriegen Sie fast immer, wird ungern genommen. Sieben Nebenhöhlen, auf jeden Fall noch sieben Nebenhöhlen finden, egal wer kommt. Aber jetzt mal keine Bandscheibenvorfälle mehr, sehr beliebt zurzeit, keine Bandscheibenvorfälle mehr dieses Quartal. Als Arzt wissen Sie Bescheid, alles okay. Der Erste kommt und sagt, Herr Doktor, ich hab's im Kreuz. Da ist der Tag für Sie als Arzt auch schon gelaufen. Nach diesem völlig bescheuerten Abrechnungssystem können Sie nur noch sagen, das tut mir leid, Bandscheibe ist aus. Kriegen wir dieses Quartal auch nicht mehr rein. Aber wo Sie schon mal hier sind, Rückenschmerzen sollen sehr auch von den Nebenhöhlen kommen. Und da, meine Damen und Herren, da müssen Sie als Patient einfach mal ein bisschen flexibler reagieren. Überhaupt, wenn Sie jetzt zum Arzt gehen, nehmen Sie mal eine Ersatzkrankheit mit. Oder fragen Sie, was im Angebot ist. Ne? Vielleicht sind mal Lungenwochen, Lebertage, was weiß ich. Ja, wenn Sie was Schlimmes haben. Wenn Sie was Schlimmes haben, ja, da gehen Sie am Anfang vom Quartal, da ist ja alles da, oder? Das muss man sich im Leben ein bisschen einteilen. Wenn ich um 12 Uhr mittags beim Bäcker auflaufe, sind die leckeren Croissants ja auch weg. Da muss ich die gesunden Vollkornbrötchen fressen, dann ist so auf der Welt.
Wenn Sie kurz vor Ultimum Quartal mit Ihrem Gallenstein kommen und der hat nur noch einen Blinddarm, ja. Da muss man sich da mal ein bisschen arrangieren. Und auch das könnte man kreativ umsetzen. Nur die Ärzte kennen ja nur eins. Von den Ärzten kommt nur ein Vorschlag. Mehr Geld, ne? Das Budget ist zu klein, das Budget ist zu klein. Die unterscheiden inzwischen zwischen medizinisch sinnvoll und notwendig. Sinnvoll scheint mir alles zu sein, was nicht zum Tode führt, aber abgerechnet werden kann. Ja klar ist das Budget zu klein, das Budget ist immer zu klein. Experten haben nämlich ausgerechnet, wenn wir alles medizinisch Machbare wirklich machen, wir können das ganze Bruttosozialprodukt für Medizin ausgeben, das wäre kein Problem. Die Geräte sind da und die Typen, die die Kohle kassieren wollen, auch. Arzneimittelbudget ist auch zu klein, ne? Ja, jedes Jahr dasselbe Theater. Das ganze Jahr aber schreiben die ihnen alles auf. Plötzlich im November, das Budget ist zu klein, das Budget ist zu klein. Jede zweite Röntgenaufnahme ist erwiesenermaßen überflüssig. Sagen die Ärzte selber. Genau wie jeder zweite LKW, der auf der Autobahn vor ihnen herfährt, leer ist. Ne? Aber die Ökosteuern. Ja, Röntgenaufnahme überflüssig, ne? Die ganzen Tabletten, die die aufschreiben, die Deutschen, werfen statistisch erwiesenermaßen ein Drittel der ihnen verschriebenen Medikamente instinktsicher in die Mülltonne. Die Stiftung Warentest empfiehlt 40%. Die Quote ist zu klein. Aber das Budget ist zu klein. Und dann lese ich am letztes Jahr, 1. Dezember letztes Jahr, Hamburger Morgenpost, ein Artikel. Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg, die ekeln sich vor gar nichts mehr. Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg ruft am 1. Dezember in der Zeitung die Vertragsärzte auf, ab sofort nur noch das medizinisch Notwendige zu verschreiben. Ja, was verschreibt dieses Gesindel mir sonst? Das beliebte Medikament schadet nichts, oder was? Kann man sehen, wenn man die Haare schmiert. Jetzt jammern diese Kassenärzte rum. Ein Teil der Praxen ging pleite, haben sie gesagt, ne? Weil da keiner mehr hingeht. Andere arbeiten umsonst. Das Budget ist erschöpft und die Patienten kommen und die wollen ihn nicht wegschicken. Ja, mein Gott, da werden sie doch Krankheitenmakler. Organisieren Sie Krankheitentauschbörsen. Suche Bandscheibe, biete Nebenhöhle. Es könnte natürlich auch sein, dass die Praxen, die pleite gehen, einfach schlechte Ärzte haben, ne? Bäcker sollen ja auch schon pleite gegangen sein, wenn sie nicht backen können. Hm? Kennen Sie noch ein System, wo es keine Kontrolle gibt? Wo Sie, wenn Sie die Zulassung einmal haben, das lebenslange Recht auf ein Budget haben, egal ob Sie gut oder schlecht sind? Warum dürfen Ärzte keine Werbung machen? Es sterben mehr Deutsche durch Ärzte als im Straßenverkehr. Ja, Tatsache. Aber finden Sie mal einen Gutachter, auch alles Ärzte, ne? Warum darf ein Arzt keine Werbung machen? Der Arzt sagt, hier, sehen Sie mal, das sind meine Qualifikationen. Das habe ich da studiert, das habe ich da gelernt, das ist die Fortbildung, den habe ich so behandelt, das so. Und die Kunden von dem, die können Sie alle auf dem Friedhof besichtigen. Was meinst du, was los wäre? Warum darf ein Arzt, dessen Praxis überlaufen ist, nicht Teile des Budgets eines unfähigen Kollegen dazukaufen? Warum kann er nicht gleich den ganzen Trottel samt Budget als Arzthelfer einstellen? Dieses ganze System ist ja der beste Beweis dafür, dass die überhaupt keinen mehr gesund machen wollen. Es geht nicht mehr ums Gesundmachen, es geht um Geld verdienen. Die Ärzte sind der Ausdruck des Grundübels der ganzen Gesellschaft. Die Leute können ja arbeiten, es ist Arbeit ohne Ende da. Aber die wollen ja gar nicht arbeiten. Die Leute wollen Geld. Ja, ist ja auch verständlich, ne? Wir haben nicht zu wenig Arbeit, wir haben zu wenig Geld. Wir brauchen kein Bündnis für Arbeit. Wir brauchen ein Bündnis für Geld.